Hui, hey, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir hier, weiß ich nicht, dieses Gebiet, wie das heißt, Perlhaferweide betreten, nachdem wir von Heldalf geflüchtet sind, der ja diesen einen Gebiet war, wo die riesige Domäne war, wo wir überhaupt keine Chance hatten. Und ja, oh, jetzt verfolgt er mich auch noch. Ich bin extra noch ein bisschen jetzt zurückgelaufen, weil ich ja was entdeckt habe. Und zwar, wenn ich den jetzt wiederfinden könnte, wäre gut. Weil ich habe natürlich wieder hier bis zu Level 27, kurz vor 28 trainiert. Und ja, ich habe hier was gefunden, was ich aber anscheinend nicht wiederfinde. Hätte ich vielleicht Offscreen erstmal suchen sollen. Und das mal Level up. Wir haben ja offscreen so Geier gefunden, die noch neue Gegner waren, die ich anscheinend noch nicht onscreen bekämpft hatte. Na, schade. Ich halt nicht gesehen, ist so egal, ne? Ja, nur Gegner. Ach, ja. Gib mir mal Level up. Leila hat ein neues Art. Okay, Leila. Feuerwalzer. Okay. Und Titel vertieft. Ich denke mal, wenn das da steht, haben die aufgelevelt. Ja, kann sein. Okay. So, jetzt müsste ich nur noch Schokoladenzwiebeln. Oh, das ist eine neue Truhe, glaube ich. Wo will ich mehr? Nee, da ist doch das, was ich gefunden habe. Voll versteckt. Und zwar habe ich einen Panda gefunden. Nein, Quatsch. Einen Norman Phantom. Du gibst mir das Kevlar-Steuerung bei erfolgreichen Betäuben. Ach. Ja, wenn ich nur wüsste. Ja. Auch mal platt hier. So. Ich konnte jetzt theoretisch zurück zur Ruine gehen, weil da haben wir ja die den linken Ort, sag ich mal, also alles, ne, alles, was auf der rechten Seite war, haben wir erkundet. Da war knapp. Aber ich nehme mal sehr stark an, wir kommen irgendwann mal storymäßig auch nochmal da vorbei. Deswegen lassen wir das. Erst einmal. Außerdem habe ich irgendwie hier entdeckt, bei Entdeckungen, dass ich ein paar Sachen bis jetzt verpasst habe. Bei den Radiesglocke. Befallener Weizen, das war ja hier in dem Gebiet, das heißt, ich habe hier irgendwie was noch übersehen und irgendwas in den Ruinen ist wahrscheinlich noch. Oder auch hier. Also, ja, ich muss meine Augen ein bisschen offen halten, habe ich so ein Gefühl. Ja, da ist die Entdeckung, die ich gemacht habe, genau. Dann gehen wir mal hier entlang. Irgendwo hier kann man noch so nach unten gehen, zu irgendeinem anderen Gebiet. Da gehen wir natürlich auch mal hin. Ich wäre sehr flüchtig hier durchgerannt im letzten Part. Das ändern wir mal schleunigst. Ja, ne? Das ist der nächste Normin. Hallo? Chain. Oh, ich weiß auch nie, was ich hier geben soll. So, Normins finden wir ja wie blöd anscheinend. Ab 50 gibt's ja, ne? Und liegt da irgendwas? Nee. Und da ist irgendein Gebiet.
Warte mal, wo muss ich überhaupt hin? Das sieht man gar nicht. Ich nehme an, das Pendragon, ne? Wo wir hin müssen. Mal hier alles ab, naja, das Feld untersuchen. Eigentlich nach Pendrago, ja. Dann gehen wir erstmal überall anders hin. Was ist das selbstverständlich, oder? Warum denn nicht? Nee, ich habe ja irgendwie so ein Weizenfeld oder irgendwie sowas nicht erkundet. Eine Truhe, ja, das ist eine Truhe. Und da ist ein Stinktier. Scharfnadel, okay, cool. Eine Waffe für Rose. Die stark ist. Ach man. Wo kriege ich denn Dingens her? Verdammt. Verdammt. Warte mal, du gibt's hier. Ich soll irgendeinen haben, der Stärke gibt, wie zum Beispiel hier. Dafür sogar besser. Perfekt, mein Gott. Das sind aber gute Sachen. Ja, geht schon. So. Ja, fast vergessen. Okay, da ist schon mal Pendrago. Das heißt, wir gehen natürlich erstmal überall anders hin. Alter, der holt mich ein. Ich glaube, Rose schubst ihn in meine Richtung. Geh weg. Geh doch weg. Oh, geh doch weg. Danke. Oh mein Gott, warum sind die so schnell? Ich will doch nicht gegen euch kämpfen. Wenn ich gegen euch kämpfe, sage ich euch schon Bescheid. Ja, ich glaube, da sind jetzt zwei verschiedene Eingänge nach Pendragon. Nee, oder auch nicht. Ma. Okay, wir sind wieder Nord- und Westeingang oder irgendwie so. Boah, das Ding ist schon wieder weg hinter mir. Wer so Kackvogel. Ich glaube, der holt mich ein. Der holt mich ein. Der holt mich ein. Nein, okay, gut. So, jetzt möchte ich da zum Feld gehen. Verdammter Dreck, geht nicht. Boah, wer hätte es gedacht? Boah. Bisschen langweilig hier. Ich wollte da zum Speicherpunkt hinreisen, glaube ich, ne? Damit es nicht so lange dauert. Und hallo, etwas sperrt mir im Weg oder so ein Vogel. Er geht wahrscheinlich voll mehr auf mich los, wenn ich näher komme. Sieht aus, als hätte der sintflutartige Regen einen Erdrutsch verursacht. Die Reparaturarbeiten sind bereits angelaufen. Okay, was, der ist geflüchtet? Gut für ihn. Und dann ist da noch ein Gebiet. Ich muss ein paar Entdeckungen hier noch finden. Da ist eine Truhe. Scheiß auf Entdeckung, ich habe eine Truhe gefunden. Hoffentlich wieder was Anständigen, so wie beim letzten Mal. Physisch Scooby. Okay. Wenn wir irgendwann brauchen, nehme ich an. Deswegen gerne. Jetzt wird von zum Speicherpunkt hier in Düsen. Wenn da irgendwo ein anderer noch ist, den ich finden kann. Boah. So, ich habe irgendwas gehört. Boah, für Weltkarte auch irgendwie diese Effekte mal einsetzen muss, wie das hier zum Beispiel. Du bist immer noch ein Transfer, was? Das gibt's doch nicht. Was ist das da hinten? Achso, ein Vogel ist das. Boah. Schon sagen, freut mich das Viech immer noch. Boah. Das ist ein spannender Part, ne? Tales of Systeria. Super Action. Laufen von einem Gebiet zum anderen. Die geballte Ladung Action. Ein Windring. Ich rate in so ein ganz normaler, ne? Mit nur Windabwehr oder so, ne? Passt. Aber immer noch schlecht. Zwei Effekte ist nicht gut. Da sind Kräuter.
Bin ich froh, wenn wir wieder so ein Ding haben, wo wir uns 10% schneller bewegen können. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Gut, dann können wir uns von da aus wegporten, nehme ich an. Geh weg, wieder ist ein Skit. Danke. Will ich nicht sehen, was da ist. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Okay. Oh, hi. Entschuldige mich mal, während ich kurz speichern gehe. Echt Glück mit diesen Gebieten, habe ich das Gefühl. Okay. Aber in dem Part werden wir nicht viel erreichen. Boah, irgendwie andere Leute in meiner Abo-Box haben schon wieder mich überholt. Verstehe ich irgendwie nicht. Die haben irgendwie 10, 20 Parts weniger als ich und sind schon weiter als ich. Wie geht denn das? Ich spiel zwar blind, aber trotzdem. Schnell düsen hier durch das Spiel durch. Ja, kann ich hier irgendwie irgendwas erreichen vielleicht? Ist da ein Shop? Ja, leck mich doch, da ist ein Shop und da ist eine Truhe. Für die Musik so menacing. Was ist das da? Du stehst einfach hier rum, der Waffenhändler jetzt Schwarzfeld. Fehler. Das wusste ich. Feldspatschwert. Wow, okay. Feldspat durch. Habe ich noch gar nicht. Okay. Feldspat Pendel. Artangriff. Okay. Mal, ich will ihn noch auf Normalangriff hier bisschen boosten, sag ich mal. Animalia Ring, okay. Okay, kaufen wir. Ach, wir können 40 Gummis kaufen jetzt. So. Ach man. Aber gut. Mal guck ich das mal an. Ist halt krass. Okay, Feldspatmontur. Teilung, Art, Verteilung. Irgendwie hat sie immer die schwächsten Sachen. So ein Gefühl. Okay, sehr gut. Und Animalia-Ring. Oh, sie hat dann 5 Dinger da. Du kannst den nehmen. Aber Angriffskraft sehr gut. Okay, jetzt aber wieder ein bisschen mächtiger. Da ist ein Goblin. Er sieht uns doch nie im Leben, oder? Ist das ein Norman da hinten? Ich sehe ja so eine. Was hat so eine Kugel? Okay, renn weg. Kriegt die ganze Zeit Schaden wegen der Domäne. Mal los. Willst du nur ein paar Sekunden überleben müssen? Ich heile jetzt nicht hoch, weil ich nicht hoffe, ich komme noch mal in einen Kampf. Ich kann nur das da hinten, glaube ich, nur erkunden. Oder auch nicht. Das ist ein Monolith, ich. Martingens. Oh, blöd. Ich habe natürlich die Effekte gehen noch. Ja, okay. Ich glaube, das ist ein Norman, oder? Ja, das ist ein Norman, der irgendwie sich zusammenkugelt. Oder? Also das ist halt ein Monster. Das ist ein Gegner, ne? Wie bewegt sich nicht? Amortisierung, Kombos in der Amortisierung sind nicht zu empfehlen. 3 Treffer Kombos sind möglich. Aber nach Angriffen bist du viel verletzlicher als im normalen Zustand. Vor allem häufig sind die Gesamtschaden unabhängig von der Anzahl der aufeinander Treffer.
Wenn die Schadensanzeige nicht aktiv ist, ist das eine gute Gelegenheit, Schaden durch Nutzung von Taktiken in die Schwäche kommen und Verwandlungsstöße zu maximieren. Und Zeugs, okay, das Viech bewegt sich doch. Okay, ich glaube, da ist nichts mehr, deswegen gehen wir mal. Sich zu überwältigen. Okay. Gehen wir ja, wir haben ein paar gute Sachen kaufen können. Das ist schon genug. Ich meine, warum der Händler hier so rumsteht, als wäre nichts, aber. Okay, wieder voll. Dann kannst du wieder Snacks zu behalten. Dann gehen wir jetzt nach Pendrago und versuchen noch irgendwie was zu erreichen in diesem Part. Bye bye. Alter. Ich hoffe, das hängt irgendwie mit dem Level zusammen. Oder ist das nur storymäßig? Ich habe keine Ahnung. Ich werde schon herausfinden irgendwann. Ja, raus hier. Raus hier. Boah, fühlt sich echt irgendwie sehr träge. So. Das ist auch noch ein Ort, sehe ich gerade. Boah. Okay, wir können heute vergessen, storymäßig irgendwas zu schaffen. Wir sind einfach hier nur so am Rumrennen. Oh. Weiter. Ja, wir haben zwei Normans gefunden, ein Kraut, ein paar Waffen. Haben wir jetzt neu bekommen. Wir sind jedenfalls nicht unvorbereitet. Wobei, muss ich hier ein paar Kräuter mal einsetzen. Ah, was ist hier? Nix, ne? Boah. Da ist schon wieder so ein Ding. So ein Schmelztiegel der Bosheit. Gibt's doch nicht. Da müssen wir uns natürlich genauer angucken, ne? Ich meine, was? Du bist mitten aus dem Nichts aufgetaucht. Lüg mich nicht an, ne? Ja, dieser Karamba, yo. Ohne Truhe. Ich würde aber sagen, gehen wir erstmal in das neue Gebiet da. Uah. Die kannst du ja echt nicht von den Bronzetruhen unterscheiden, finde ich. Weil die Sachen, die ich da öffne, Bronzetruhen sind. Ich glaube ja. Na, ja, kommen wir da auch wieder zu dieser Höllendomäne. Warum komme ich nicht hin? Okay, zur Brücke. Jetzt auch so eine Domäne ist, ne? Alter! Da gehe ich jetzt aber nicht so zu Fuß hin. Ja, ganz vergessen. Was hier weiter ist? Da hinten habe ich schon irgendwie so einen Spalt gesehen, da wo du wahrscheinlich irgendwie mit so einem mit dem Windangriff hier durch kannst. Und ja, da habe ich keinen Bock jetzt die ganze Zeit hinzurennen. Aber vielleicht gucke ich mal aufs Screen, was da ist. Aber jetzt gehen wir zu diesen Schreien wieder. Mal gucken, ob wir da irgendwas machen können. Ich nehme an, da ist wieder so ein Kolosseum-Ding. Ach man. Eine normale Ruine. Ne, sieht aber irgendwie aus wie so ein Schmelztiegel der Bosheit. Der bösen, bösen Bosheit. Ich weiß nicht, was ich mit diesem Party anfangen soll. Hier passiert gar nichts. Ah, gehört ja auch dazu, ne? Ein Part mit gar nichts. Na, ist auch noch ein Speicherbuch. Ja, leck mich doch. Ich darf speichern können. Das ist ein Monolith. Komm, Effekte. Wenn du die Fertigkeit X
Cess benutzt, um Kombos von 5 oder mehr zu häufen, sind die Combo-Effekte bis zu 8 Treffer effektiv. Schüsse können in Kombos von 5 oder mehr auch eingesetzt werden, blablabla. Ein Haufen sinnloses Gebabbel. Kalasutra. Okay, gucken wir mal. Belohnung vom letzten Ding war ja nicht so berauschend. Wenn ich hier verreck, ist auch gut, sowieso Ende des Parts gleich. Gut, jetzt können wir hin und her jetzt düsen zu den Speicherpunkten. Nur Mikleo darf eintreten, oh Gott. Mikleo habe ich ja so gut wie nie gespielt. Okay. Warum denn nicht? Schon irgendwas bringen, wenn wir alle machen. Ja, fängt gut an. Gut ist, mit Mikleo können wir uns heilen. Hallo? Ich habe mich nicht geheilt. Ja, mit Mikleo kann ich halt vergessen, da muss ich irgendwann später wieder kommen. Ne, so lass ich den Part aber nicht beenden. Jetzt noch zu Pendrago, auch wenn da noch 10 Stunden lange Cutscenes auf uns warten. Das ist mir so was von egal. So. Eingang nach Pendrago, ja. Die Brücke gehen wir an irgendein andermal abklappern. Wenn jetzt nicht im nächsten Part direkt durch die Brücke gehen. Also nach dem Part, nachdem wir nichts erreicht haben, noch ein Part, wo wir nichts erreicht. Stand 3 Fragezeichen. Ich weiß doch, da Pendrago ist. Der Speicherpunkt hat das schon gesagt. Und jetzt Bosheit. Da war schon direkt eine Cutscene, nehme ich an. Den Bunker kann ich bestimmt untersuchen. Ich wusste es. Brunnen auf dem Platz. Brunnen des Zorns. Kein Brunnen der Welt. ドラゴ名物の一つだよ。詳しくは知らないけど、地下水道でどこから水を引いてるんだって。そうなんですか。無駄に水が噴き出すものをわざわざ作るな。やっぱり人間ってバカよね。勉強術も使わずに高度な技術だと思いますけど、無駄、無意味、徒労。別名、糞なの噴水っていうんだ。糞なの？なぜそんな名前を？なんか水道の調子が悪いらしくてさ。 Das nennt man Karma. Das nennt man Karma. Ich fall da nicht rein. Justice. Ja, gehen wir mal hier. Ich nehme an, ist das Messer hier. Verdammt. So. Weiß nur, welche Entdeckung das war. Wer seid ihr denn? Ach, du bist Dings hier. Ihr wisst schon. スーキ教の配下だ。捕らえようとしたのだが、ただものではなかった。とんでもない動きね。見えただろう。氷馬。スーキ教の配下が氷馬になってるとは。申し訳ありません。教会神殿に逃げ込まれました。何げたおらがい？
おそらくやつは連絡係だと思う。雨寒いんですけど、長話迷惑なんですけど。 詳しい話は雨宿りできるところでお願い。仲間が寒がってて、天族だって風邪ひくんだよ。ルセさん、見えない人にはわからないだろうけどね。 失礼した。天族の方々もおられるのですが、我が騎士団島へおいでください。優しい奥方だ。うん。まだ奥方なんて言ってる。Was für ein Trottel. Okay. Zum Ritterturm, Ritterturm, Ritterturm. Ja, sagen wir, das andere Gebiet ist, ist nur ein Shop, oder? Steht kein Name dran. Karlsburg, Brech. Hey Kumpel, ich bin Pendos, der dritte Sohn des legendären Waffenschmieds Midlorden. Hier wirst du keine minderwertigen Handwerkskunst finden. Oh nein. Aber mal sehen. Aber noch nicht, ja. Oh. Amphibolweste haben wir noch nicht. Haben wir. Wieder wohl dran stehen. Ob ich das ausgerüstet habe, oder? So, gucken wir uns ein Skit hier an. Im Gasthaus. Gehen wieder in den Hinterraum, wo wahrscheinlich wieder nichts ist, ne? Ja. Gehen wir mal hier wieder in den Raum. Nur um zu entdecken, dass da nichts ist. Ich meine hier. Yep. Warum machen die das? Oh, hier ist mal ich hier nach und nirgendwo ist da was. Oh, Drago-Eintopf, saure Gurken. Das habe ich einfach durchgedrückt und weiß nicht mehr, was neu ist, aber wir kriegen sowieso uns geht. そんなこと言って、本当はノルミン好きなんでしょ?傘にマスコットつけるくらいだし。ルセさん、マスコットの話は長くなるんだけど。面白そう。いいよ。じっくり聞こうじゃない。なら教えてあげる。こいつはね、頭を引っ張ると首が伸びるのよ。キリンくらい。長くなるってそっちかよ。鼻も伸びる。はい。最大 身長の1.5倍。キモ。すでにノルミンじゃない。そう。こいつは厄除け、験担ぎ、青天祈願、イワシの頭。そういう類のあれよ。なんか。別に。もらったからつけてるだけ。別に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